111-jähriges Jubiläum beim Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08. Zur Feier des Tages ist der Hamburger SV zu Gast. Für den Zweitligisten ist es die zweite Partie unter Neutrainer Dieter Hecking und die beginnt mit einem Schreckmoment. Nur wenige Augenblicke nach dem Anpfiff geht es für David Kinzombi nicht weiter. Er wird mit einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel ausgewechselt. Für ihn kommt Gideon Jung in die Partie. Kurz danach gab es dann aber auch gute Neuigkeiten für Coach Hecking und sein Team. Lukas Hinterseher, gerade vom VfL Bochum verpflichtet, trifft zum ersten Mal im Trikot der in Blau auftretenden Gäste. Und für den HSV geht es dann auch freudig weiter. Raido legt rüber auf Bakariata und der lässt sich nicht zweimal bitten. Die positive Überraschung der letzten Saison steht richtig und muss nur noch einschieben. Für Buchholz sieht es früh in der Partie schon sehr düster aus und das dritte Tor folgt prompt. Diesmal ist es Neuzugang Jan Gamera, der auf Bakariata rüberlegt und der muss erneut nur noch den Ball über die Linie bringen. Aber auch Buchholz hat in der ersten Hälfte gute Gelegenheiten erst verpasst. Marius Bandowski und dann rettet Christoph Moritz gleich zweimal auf der Linie. In der Folge schlägt der HSV dann aber wieder eiskalt zu. Erst ist es Adrian Fein, der einen Fehler von Dustin Jahn ausnutzt. Und nur eine Minute später schiebt Fein erneut ein. Nach Vorlage von Jairo Samperi. Das 5:0 aus Sicht der Hamburger ist dann auch der Pausenstand. Wir springen in Halbzeit 2. Und beide Teams kommen mit vielen Veränderungen zurück auf den Platz. Aber der HSV macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Erst scheitert Narei noch an Torwart Philipp Wilke. Doch dann ist Manuel Winsheimer zur Stelle und staubt ab. Und das Team von Dieter Hecking hat inzwischen richtig Lust auf Tore bekommen. Khaled Narei eben war er noch gescheitert. Diesmal macht er es. 7:0 für den HSV. Und weiter geht's. Bobby Wood erhöht auf 8:0 nach starker Vorlage von Sonny Kittel. Und 12 Minuten später ist es wieder Wood, der vollstreckt. Diesmal nach schöner Vorarbeit von Aaron Hunt. Kurz darauf wird es dann auch zweistellig. Lukas Krämer platziert das Leder im eigenen Netz. Defensiv sind die Gastgeber natürlich längst zusammengebrochen, doch sie wollen unbedingt den Ehrentreffer. Can Kömücü vergibt diese gute Chance. Das 10:0 reicht dem HSV allerdings nicht. Das ist Gotoku Sakai. Der Manuel Winsheimer bedient, der legt zurück. Schöner Doppelpass zwischen Kittel und Aaron Hunt. Und dann ist es Sonny Kittel, der das Leder im Winkel platziert. Keine Chance für Philipp Wilke im Tor der Buchholzer. Ganz starke Aktion der beiden Hamburger Achter. Kurz danach erhöht Bobby Wood mit seinem dritten Treffer auf 12:0. Und auch Sonny Kittel trägt sich mehrfach in die Torschützenliste ein. 13:0 für den HSV. Buchholz hat das Tor zum Jubiläum allerdings immer noch nicht aufgegeben. Und bekommt tatsächlich nochmal die Chance aus 11 Metern. Die Entscheidung eventuell etwas strittig. Doch im Endeffekt wird es wohl keinen stören. Und da ist das Ehrentor. Milaim Fusala hat es gemacht. Pollersbeck ist zwar noch dran, doch im Endeffekt landet das Leder hinter der Linie. Zum 111. Geburtstag des Vereins trifft Buchholz also gegen den Zweitligisten. Kurz danach ist dann auch Schluss. Im Testspiel setzt sich der HSV wie zu erwarten deutlich durch und gewinnt nach dem 8:0 über Meiendorf auch den zweiten Test unter Dieter Hecking.
Der Coach war nach dem Spiel noch mal kurz bei uns am Mikro. Wir sind sicherlich in einer Phase, wo das Kennenlernen so langsam abgeschlossen wird. Jetzt versuchen wir halt in spieltaktischen Dingen zu arbeiten. Deshalb sind diese Spiele auch wichtig, gegen etwas schwächere Gegner, um die Abläufe erstmal gegen den Gegner zu testen. Und jetzt geht es ja ab nächste Woche dann noch gegen stärkere Gegner. Und dann wird man sehen, wie weit wir schon sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.